Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir den Blumencup geschafft und heute fahren wir mit Donkey Kong. Wir nehmen heute den Standard Quad, den riesigen Reifen und den Standard Gleiter. Wir starten den Banan Cup, los geht's! Und die erste Strecke kennt man aus Double Dash, die staubtrockene Wüste. Diejenigen, die Double Dash gespielt haben, kennen die Strecke. Also ich habe Double Dash nicht gespielt, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ist ja auch nicht so schlimm. Koopa war erster, jetzt ist es Donkey Kong. Ja, mit dem Pilz kann man dann hier abkürzen. Ansonsten hat sich halt, wie gesagt, ich habe ja Double Dash ja nicht gespielt. Aber ich habe noch ein paar Videos dazu geguckt. Und wenn man. Ach man, was habe ich jetzt mit dem Kopf? Wenn man sich das jetzt so anschaut. Der Stuhl hier, der ist gediehen. Jo. Bin fast da reingekommen. Ja, genau. So. Und die Oase, die wir jetzt hier kommen, die gab es in Double Dash nicht. Ich würde euch sowas empfehlen. Instant. Dann hier. Dann hier nochmal einer. Und dann war's halt. Wer auch immer den eingeworfen hat, der hat mich nicht getroffen. Perfekt, meine Banane hat ihn aufgehalten, den Bildschirm. Und Donkey Kong. Schade, dass es in Mario Kart 8 Deluxe kein Bananenbuggy mehr gibt, so wie in Mario Kart 7. Es hätte viel besser zu Donkey Kong gepasst und viel besser zum Cup. Aber ist ja jetzt auch nicht so schön. Ja, und so schön ist das jetzt auch, aber das ist ein Auswahl. Ja, was zum Blauen. Oh! Ich glaube, das war wichtig und somit konnten wir den ersten Platz für uns sicher machen, Leute. Aber ansonsten hat sich die Strecke vom Design halt verändert und die Qualität ist halt nach oben gegangen. Die nächste Strecke kommt aus dem SNES, die Donauebene 3. So wie bei der Kumu-Weide im Panzer Cup kann man jetzt auf Monty Mall-Würfe Stunts machen. Sollen wir auf Bowser gehen? Was meint ihr? Ja, okay, komm, wir gehen auf Bowser. Guck mal, was Koopa was von mir hier. Distanz machen. Ihr habt eine Abkürzung. Ah.
Aber mir fällt gerade auf, die Mucke hat sich nicht verändert. Das ist immer noch die alte. Wir haben uns ausgerüstet, falls ein Stachy und ein Ratchet kommt. Aber da kein Stachy kommt, können wir jetzt einfach mit Schild ins Ziel fahren. Und so ist es auch. Keine Red Shell, kein Stachypanzer. Bis jetzt. Ja, und Tabelle hat sich auch nichts verändert. Genau. Wir starten ins nächste Rennen. Wir sind bereit und schaffen es. Das ist aus dem N64. Das königliche, die königliche Rennpiste. Und die war damals schon so. Ich will gar nicht wissen, wie es im 200er Hubraum hier abgeht. Dann muss es ja so doppelt so schnell sein. Och, ja, so. Ich war in der Nähe von Bowser, das war ja noch gut. Oh. Ach man, wo auch noch. Aber damals konnte man sogar noch in Peach Castle rein. Das war so ein kleines Secret. Aber jetzt nicht mehr. Und wer kommt natürlich jetzt? Der Stachypanzer, natürlich! Ja! Genau! Ja! Ja, kommt noch einer, danke! Jetzt muss ich erstmal den Anschluss wiederfinden, Leute. Lil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 
Also hier muss Donkey Kong Erster werden. Das ist hier seine Strecke. Ja! Ich weiß gar nicht, wo man, ob man da noch fliegen kann, wie man beim tauchen kann, wie beim 3DS. Okay, hier. Hier ist die Gravity wieder. Red Shell. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Ja, und man kann wohl noch wieder besser. Vorne und ich treffe einfach mal einen Koopa. Ich treffe einfach mal einen Koopa. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Die Items sind ja wieder richtig gut für mich. Die sind ja richtig gut. Boah, die sind gut. Die sind gut. Die sind gut. Die sind gut. Mein Gott. Mit der Banane habe ich schon gar nicht mehr gerechnet. Die Statuen hier sind auch noch, man sind hier noch aus dem 3DS. Ja, fangen wir mal hier oben lang. Und schau mal auf die Karte, wer wiederkommt. Also. Obwohl, danke, Koopa! Jetzt kommt Koopa mit Hyper Speed wieder zurück. Was ist denn jetzt los? Jetzt zwei Pilze bekommen. Beschleunigung. Beschleunigung. Come on. Come on, man! Come on! Ach, das war schon die letzte Runde? Ich habe gedacht, ich muss noch eine Ehrenrunde fahren. Aber wenn das so ist, ist das schon okay, oder? Bananencup, auch Gold. Den Goldpokal gewonnen. Aber ehrlich gesagt, das mit Koopa habe ich schon gar nicht wahrgenommen. Der Stachelpanzer war schon bei mir schon. Ja, ich gehe auf Donkey Kong. Aber war ja nicht so. Goldpokal, 3 Sterne obendrauf. Ja, und wir sehen uns dann im Sternencup wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Lumo TV. Ciao!